Treffen der Oldtimer-Freunde auf dem Schützenplatz. Cool, jetzt hab ich. Eine interessante und vergnügliche Zeitreise in die Fahrzeuggeschichte. Vom kleinen Motorrad bis zum übergroßen Laster. Alles finden die Oldtimer-Fans wert, es zu restaurieren und der Nachwelt zu erhalten. Mario Bitzing meint: Mich interessiert immer alles, was verrostet ist. Verrostet, verbeult und alles, das habe ich von klein auf schon heimgeschleppt. Andere haben es weggeschmissen und ich habe es mit nach Hause gebracht und so. Dann habe ich hier noch eine andere Motorrad mitgebracht, die neu aufgebaut ist, die hier nebenan steht. Dass man mal sieht, einen Unterschied zwischen der und der oder das Fahrzeug. Auch Peter Faust aus Hartha hat sich seit seiner frühen Jugend den Motoren verschrieben. Ich lege zum Beispiel sehr viel Wert darauf, dass man die alte Technik, ob die von Zwickau ist oder Motorräder von Schöbau, immer weiter dokumentiert und dass man das, ja, es ist ein Stückchen sächsische Fahrzeuggeschichte und ich bin einer derjenigen, der da viel dazu beiträgt, um sie zu erhalten. Ronny und Werner Helbig aus Geringswalde sind mit einem Volkswagen aus dem Jahr 1944 angereist. Erworben haben wir sie in Lübbenau, die ist hier im Spreewald unten. Dort ist die gleich nach Kriegsende weitergelaufen und die haben wir vor 3 Jahren haben wir sie gekauft und wieder neu aufgebaut. Es sind noch viele Originalteile dran. Was das den Wert ausmacht jetzt des Fahrzeugs? Okay. Baujahr war es 44. Ja. Aus Gersdorf kommt Gerhard Dietrich mit diesem blauen Landsbulldog. Als ich Kind war, hatte mein Nachbar eine Landsbulldog. Und da bin ich immer gefahren, selber geackert, gedroschen. Besonderheiten bei der Lanz ist, dass man die mit einer Heizlampe anheizen muss. Die Glühnase muss mindestens 650 Grad haben oder unten in der Wölbung leicht rot sind. Dann zieht man das Lenkrad oben ab, steckt das ins Kurbelgehäuse und mit diesem Lenkrad dreht man die geschickt an. Also das bringt nicht jeder. Das muss man gelernt haben. Ein anderer kann das nicht machen, der würde sich die Finger brechen. Lotti Eschen ist davon begeistert. Sie war früher Traktoristin in Ostrau. Eine Landsbulldog habe ich gefahren. Ich habe das gelernt in Ostrau in der MAS noch früher und bin 1954 dort weggemacht, aber nicht mehr als Traktorist. Auch andere Besucher verbinden mit den ausgestellten Uraltfahrzeugen Erinnerungen an ihre Jugendzeit. Zum Beispiel Horst Gleichmann. Der G5 ist ganz bekannt, da ist man nicht zwar als Fahrer, sondern als Passagier hinten drauf auf der Ladebrücke, auf Deutsch gesagt, da mitgefahren. Der G5 ist das Fahrzeug, was man von der NVA-Zeit her kennt. Selber nicht gefahren, ich war dann beim Panzern, aber so in der Grundausbildung war der G5 aktuell. Das war das Fahrzeug. Die alten Männer passen nicht mal mit der Wanne rein. Ja, ist ja mal. Die alten Männer. Wunderschön. Vorunternehmer Klaus Stehne hat diese alte NVA-Technik in den vergangenen Jahren mit viel Herzblut restauriert. Das ist mein G5. Den habe ich ungefähr vor 8 Jahren gekauft als Schrotthaufen und habe ihn neu aufgebaut. Und habe versucht, alles, was original drauf war, wieder original zu beschaffen. Es ist jedes Werkzeug, jeder Schraubenschlüssel ist wie in der Gebrauchsanweisung drin stand. So ist er auch wieder drauf. Das Ding ist neu rekonstruiert worden, alle Getriebeteile und Achsteile neu abgedichtet. Und ich habe, wie gesagt, 2 Jahre gebraucht, um das Ding so in den Zustand wieder hinzukriegen. Es funktioniert alles, der Kran funktioniert, es ist fast alles hydraulisch, auch Dichte. Und ich bin bei vielen Treffen dieses Jahr schon mit dabei gewesen, mit dem Scheinwerfer noch hinten dran, was alles bloß ein bisschen Altmännerülk ist. Es ist aber so, dass viele kommen und sagen, das ist Geschichte und soll auch als Geschichte anerkannt werden. Und das ist hier die IVDKW. Das Motorrad ist das erste Motorrad, was 1950 in der DDR damals gebaut worden ist, in einer kleinen Serie von ca. 1650 Stück. Der IFA-Verband wurde da gebildet, und aber DKW, die nach Ingolstadt ging, hatten hier noch Anteile. Und darum ist das Motorrad noch unter IFA-DKW geführt. Und ist heute durch die geringe Stückzahl, die man erstellt hat, eine Rarität. Während sich Väter und Großväter mehr für die imposante, wuchtige Fahrzeugtechnik interessieren, haben die Enkel Riesenfreude an kleineren Baumaschinen.
Gleich am Eingang zum Schützenplatz führen Modellbauer ihre Technik vor. In ihren Modellfahrzeugen stecken ebenfalls viele Stunden der Freizeit. Die Besucher sind fasziniert vom maßstabgetreuen Nachbau der Modelle. Feuerwehrchef René Greif verspricht, auch im nächsten Jahr wieder zum Oldtimer-Treffen einzuladen. Dann wird es sicherlich auch neue Kostbarkeiten geben.